herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache mal jetzt ein kleines Vorwort. Und zwar, wenn ihr mein Video gesehen habt von der Karl Lagerfeld, diesem Runaway Gift Set, dann habt ihr hoffentlich bis zu Ende geguckt und gemerkt, dass ich darauf total allergisch reagiert habe. Also eine Unverträglichkeit. Allergie kann man es ja nicht nennen, das würde anders aussehen. Sondern ich bin da drauf mit meinen Augen total steil gegangen. Also bin ich dann am Anfang der Woche zu meinem Douglas-Händler gegangen und das war überhaupt kein Problem. Die Mädels haben das sofort umgetauscht und wie das so ist, dann geht man mal gucken, was gibt's denn noch so. Und da bin ich bei NYX hängen geblieben. Da habe ich ja schon ein paar Produkte von und habe wieder ein paar Sachen mitgebracht. Und das hier sind so ein paar Sachen, mit denen ich mich jetzt gerne mit euch schminken möchte. Und wenn ihr mir dabei zuschauen möchtet, dann bleibt doch jetzt einfach dran. Erstmal an, ich brauche nämlich hier für meinen Pony ein Klemmerchen und deswegen mache ich jetzt hier mein schickes Klemmerchen rein. Also ich starte mal und da habe ich mir jetzt mal hier so ein Born to Glow Illuminating Primer geholt. Den würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Also diesen Primer kann man sich entweder nur so aufs Gesicht geben oder man kann ihn mit Foundation mischen. Und das würde ich jetzt gerne heute mal tun. Ich habe leider keine Foundation von NYX, sondern ich nehme hier von Benefit die Hello Flawless Foundation. Machen wir mal hier so ein bisschen auf die Hand, weil ich möchte jetzt nicht so mega abgedeckt sein. Also hier so ein bisschen. Und dann nehme ich jetzt mal hier diesen Primer hier. Zeig euch das mal. Ah, das läuft auch schon raus. Und mach hier mal so einen Punkt daneben. Ich kann ja mal eben hier so ein bisschen auf die Hand machen, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Also das ist so eine silberweiße Paste. Und das mische ich jetzt mal hier mit der Foundation. Mal gucken, ob die irgendwie, seht ihr, die wird auch so ein kleines bisschen aufgehellt. Da muss ich mal gucken und dann dippe ich mir das jetzt mal einfach hier so ins Gesicht. Und dann gucke ich mal, wie glowy das wird. Ich glaube ja noch nicht so ganz dran. Und dann nehme ich hier die Expert Brush von Real Techniques. Ja, wie frisch hydratisiert. Bisschen hier unten. Nicht zu extrem, weil ich will ja nicht glänzen wie eine Speckschwarte. Ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen was. Na, hier so ein kleines Pünktchen mit einem, misch das jetzt nochmal miteinander und das trage ich jetzt mal als Rest mit den Fingern auf, mal gucken. Da habe ich so das Gefühl, die Foundation macht einen frischen Eindruck. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe alles abgedeckt, natürlich das Pickelchen hier wieder nicht, das kommt aber gleich dran. Das finde ich, macht für mich einen guten Eindruck. Sieht für mich trotzdem, wie heißt dieser Begriff, flawless aus. Ist der erste Schritt schon fertig, also dieses NYX Born to Glow, muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ich werde das auch demnächst mal ausprobieren, das einfach erstmal nur so auf die Haut zu machen, ohne das mit dem Make-up zu mischen und gucken, wie das dann wird. Aber der Effekt jetzt hiervon, der gefällt mir schon ganz gut, also muss ich sagen. Ah, ich muss übrigens auch noch sagen, dass ich alle diese Produkte, die ich hier verwende, mir selber kaufe. Weiter im Text. Meine dunklen Augenschatten. Da habe ich jetzt ein Produkt, das habe ich schon ein bisschen länger. Liegt aber immer wieder mal so in meiner Schublade. Und zwar ist das hier von NYX ein Dark Circle Concealer Korrektor in der Farbe 02. Und das ist hier so ein Concealer, der ist ein bisschen eingefärbt, also so ein ganz bisschen orange-stichig. Und dann nehme ich mir jetzt mal hier Concealer-Pinsel und dipp da rein. Ist also auch ein bisschen fester. Seht ihr, da sieht das schon orange aus. Und das kommt wirklich nur so auf die Stellen, die wirklich dunkel sind. Also das ist jetzt kein Concealer, den man sich überall hinschmieren kann. Und das kommt wirklich nur hier so, wo meine dunklen Stellen am Auge sind. Hin. Ich habe den auch schon mal im Winter ausprobiert, aber ich merke gerade, dass der hier im Sommer, wenn man ein bisschen gebräunt ist, viel besser funktioniert als wie im Winter, wenn man so eine Kalkleiste ist. Also das gefällt mir auch ganz gut. Gott sei Dank hatte ich den schon. Ich hätte ihn schon beinahe weggetan, weil ich dachte so, mit dem Orange. So, und jetzt probiere ich das auch mal hier unten an dem Pickelchen aus.
Ich glaube, das mache ich mit dem Finger, weil auf Pickel soll man nicht mit Pinsel arbeiten, weil nämlich sonst die Keime aus den Pickeln auf den Pinsel übergehen und man sich die Keime dann überall im Gesicht verteilt und sich nicht wundern muss, wenn man dann wieder Pickel bekommt. Ja, jetzt noch hier. Also der funktioniert wunderbar. Ich dachte, der ist jetzt wirklich nur so für die dunkelsten Stellen am Auge. Aber ich merke gerade, dass ich auch hier meine Rötung, so Äderchen, blaue Äderchen, die ich so hier habe, auch super damit abdecken kann. Ich presse den jetzt noch mal ein bisschen mit den Fingern ein. Mehr Concealer würde ich jetzt eigentlich nicht drauf machen. Meine dunklen Stellen sind abgedeckt. So, dann habe ich mir, das habe ich allerdings auch neu gekauft, und zwar ein Augenbrauenprodukt. Das kennt ihr wahrscheinlich auch schon zuhauf. Und zwar ist das hier das Tame and Frame, die Tinted Brow Pomade. Die ist hier in so einem kleinen Döschen drin. Das ist die Verpackung dazu. Das ist das Produkt. Ich habe erst gedacht, wow, da ist aber jede Menge drin. Zumindest habe ich gedacht, ein bisschen größer, aber das sind vielleicht gerade mal hier 2,5 cm und da drin, also es fängt auch erst hier unten an dem Kasten an, ist das Produkt und da war ich ein bisschen enttäuscht von der Menge. Und das ist die Farbe, Entschuldigung, das ist, der soll also auch wasserfest sein und das ist 03 Brünett. Also man hat hier dieses Gel, ich habe es auch schon mal einmal benutzt zum Ausprobieren. Das ist so ein bisschen fester und da dippt man dann hier so rein und nimmt das Produkt hier auf. Und dann versuche ich das jetzt mal. Das ist wieder der Vorführeffekt, ne? Habe ich ein bisschen viel genommen, merke ich gerade. Lichtschwankungen. So, und wenn ich nicht weiß, wo meine Linie ist, gehe ich hier am, nicht am äußeren Nasenflügel, sondern hier an dem inneren. Und ziehe mir hier so eine Linie. Bin ja jetzt nicht der Augenbrauenprofi. Ich habe euch zwar schon mal ein Video gemacht, aber da war ich noch blutiger Anfänger, was Augenbrauen betrifft. Und bin es eigentlich auch immer noch. Ja, ich habe aber jetzt hier, glaube ich, ein bisschen viel Produkt. Mal gucken, ob ich das hier mit so einem Spoolie, vielleicht sieht das hier gar nicht so aus, aber ich finde sie sehr dunkel, mit einem Spoolie wieder ein bisschen ausgleichen kann. Muss noch mal näher kommen. Noch mal Spuli. Naja, geht. Ich muss ja noch üben. Aber mit einem Stift komme ich, glaube ich, besser zurecht. Also sieht man da den Unterschied? Hier so ein bisschen mehr. Und hier muss ich noch. Also ich dippe wieder hier in das Produkt rein. Wahrscheinlich habe ich auch wieder zu viel genommen. Ja, besser. Aber man hat ja auch immer eine Schokoladenseite und eine Seite, die bei einem nicht so funktioniert. Ja, das Produkt funktioniert für mich. Man möchte ja, dass meine Augenbraue natürlich aussieht und nicht so, als wäre sie so mit einem geraden Strich gemalt. Das finde ich immer unnatürlich. Sondern Augenbrauen wachsen ja eigentlich so, wie sie wachsen sollen. Man soll das ja nur so ein bisschen unterstützen. Aber da merke ich, habe ich noch eine Lücke. Ja, klimper, klimper, Augenbrauen sind fertig. Weiter auch zu einem Produkt. Das habe ich auch schon länger, das habe ich euch auch schon ein paar Mal vorgestellt. Von NYX, den Taupe HD Blush. Der ja heißt Blush. Aber den kann man wunderbar zum Konturieren nehmen. Und den habe ich jetzt auch schon ganz oft genommen. Und dann nehme ich hier von der Laura Geller so einen Pinsel, den man rein und raus machen kann. Und die liebe ich eigentlich zum Konturieren. Dann dippe ich in das Produkt ein bisschen rein. Und dann ziehe ich mir hier, das mache ich nämlich so wie bei der Peter Schmiedinger Technik, eben hier von der Mitte des Knorpels hin zur Nase, weil hier nämlich eigentlich der Schatten sein soll. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Und ich halte den wirklich schräg, damit ich hier unten unter den Wangenknochen komme. Andere Seite auch, ne? Hier Ohrknorpel und dann hier gerade zur Nase hin.
Diese Technik funktioniert wunderbar bei mir für meine Gesichtsform. Ich habe ja so eine oval-runde Gesichtsform. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, entweder das eine oder das andere. So, und dann dippe ich auch nochmal rein und mache mir hier oben ein bisschen hin. Und auch hier an die Seiten meines Näschens. Ich mache jetzt nicht, konturiere jetzt nicht so extrem, sondern ich möchte eigentlich nur hier unten den Bereich, hier, ich mache mal so, den unteren Bereich etwas abdunkeln. Und der Hamsterbäckchen. Nochmal hier ein bisschen. Ich liebe diesen HD Blush, weil der für meine Hautfarbe wunderbar funktioniert, weil der so schön aschig ist. Also der ist wirklich schön, nicht rötlich, nicht bräunlich, sondern der simuliert eigentlich wirklich so diesen natürlichen Menschenschatten. Wenn jetzt das Licht so drauf guckt, ne? Ein Schatten ist nie rot oder orange, sondern eigentlich immer ja schwarz oder grau. So, Kontur ist gesetzt. Vielleicht sieht das hier ein bisschen krass aus, aber das mache ich gleich mit dem Rouge. Da habe ich nämlich mir besorgt einen neuen. Und zwar heißt der NYX HD Blush wieder Hemden. Das ist so ein ganz toller Aprikoton für den Sommer. Das ist ein richtig schöner, heller, halt's mal hier ans Weiß. Passt super von der Farbe hier zu meinem Oberteil. Das ist nämlich auch mit Aprikot. Mit meinem Lieblingspinsel. Hier, den habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gesehen. Der ist super pigmentiert. Ich habe mir den selber mal geswatcht. Also kann ihn euch ja jetzt auch mal eben swatchen. Seht ihr das hier so auf dem Finger? Ich finde den wunderschön. Der macht so einen richtig schönen junge Mädchen-Röte. Und den gebe ich mir genauso wie bei der Peter Schmiedinger Technik hier oben vom Ohr gerade zur Nase auch hin. Das betont dann diese normale Rouge-Linie. Ich weiß nicht, wie man das nennt, sorry. Ich lache nicht dabei und mache hier so Apfelbäckchen und trage mir das hier auf, weil wenn ich aufhöre zu lachen, dann habe ich das Rouge hier unten hängen. Und das sieht ja dann aus wie Clown. Sieht richtig schön frisch aus. Da ist mir auch heute nach frisch. Der Winter kommt schnell genug wieder. So, und das mache ich auch so ein bisschen hierhin. Und den Rest mache ich auch auf die Nase, weil das dann so aussieht, als hätte ich ein bisschen zu viel Sonne abbekommen. Da ist man ja auch nicht nur braun im Gesicht, sondern Sonne macht ja auch ein bisschen Rötung im Gesicht. Und ich finde, das passt dann ganz gut, wenn man auch mal einmal so übers Stupsnäschen geht. Und dann finde ich, sehe ich schön frisch aus. Jetzt komme ich zu ein paar Augenprodukten. Dafür verwende ich aber gleich auch hier diesen Taubton. Und zwar habe ich mir da besorgt, und zwar von NYX die Lingerie. Das sind ja eigentlich die Lippenstifte, aber die gibt es auch für die Augenlider. Ich halte die jetzt mal hier so rein. Und das sind eben wie Lipgloss, ist hier so ein Applikator. Und dann trägt man sich das auf dem Augenlid auf und entweder kann man das so als Primer oder als Lidschatten benutzen. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Und zwar habe ich mir da einmal die 05 Night Glow geholt. Das ist so ein Schoko-Bronze-Ton. Und dann habe ich mir noch geholt die 02 in Rose Pearl. Die sieht so aus. Und die probiere ich jetzt gleich mal mit euch aus. Ja, weiter geht's. Jetzt mit meinen Augen. Gesicht habe ich ja jetzt soweit fertig. Und dann nehme ich jetzt auch wieder diesen HD Blush. Den kann man nämlich auch super für die Augen verwenden. Und dann nehme ich meinen Lieblings-Crease Brush, sage ich mal. Sag immer, sag ich mal. Aber manchmal schneide ich das auch raus, weil es mich selber nervt. So, und da dippe ich jetzt mal ganz vorsichtig hier so rein. Und dann betone ich mir damit erstmal meine Lidfalte, damit mein Schlupflid nicht mehr so schlimm ist. Seht ihr das? Das Auge hängt viel mehr als das. Das stört mich manchmal, meine Schlupflider. Und da gucke ich halt so ein bisschen hoch und gucke, wo ungefähr meine normale Lidfalte wäre. Und dann bilde ich mir jetzt einfach mal eine gefakte Lidfalte. Und weil der Ton so schön aschig ist, sieht es auch mega natürlich gleich aus.
Könnt ihr da schon einen Unterschied erkennen zu rechts und links? Hier ist schon so ein leichter Schatten. Und seht ihr, dann sieht das Auge schon nicht mehr so ganz zusammengedrückt aus. Ja, und jetzt fange ich mal an. Bin schon ganz gespannt, weil die habe ich jetzt echt noch nicht ausprobiert. Also das ist jetzt ein echtes Experiment für mich. Ich nehme jetzt hier diesen Rosé-Pearl-Ton, mache aber mal ein bisschen Produkt hier von dem Applikator ab. Seht ihr das? Der ist nicht ganz gerade, kleine Kante drin. Und den gebe ich mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen erstmal in den inneren Augenwinkel. Ich glaube, damit muss ich schnell arbeiten. Das sieht schön aus. Und dann nehme ich mir hier so einen Concealer-Pinsel von Real Techniques und versuche den mal noch zum Verblenden ein bisschen. Es lässt sich gut verteilen und macht so einen pearly Schimmer auf den Augen. Mache ich das hier auch. Aber damit muss man schnell arbeiten. Und so habe ich hier unten, ich kann ihn ja auch mal eben hier auf meiner Hand ein bisschen swatchen. Hier, das ist so ein leichter pearly Schimmer. So ein bisschen in Rosé, so Altrosé. Also es fühlt sich auch immer noch so ein bisschen feucht auf den Augen an. Und jetzt nehme ich mal hier diesen Schoko-Bronzefarbene, also der heißt Night Glow. Den swatche ich euch jetzt mal hier daneben. Oh, das ist eine krasse Farbe. Das sieht richtig schön aus. Und dann mache ich den jetzt einfach mal hier so ab der Mitte. Tupfe den mal so da drauf und dann versuche ich den auch mal ein bisschen zu verteilen und hier einzublenden in den Pearly. Schöne Farbe. Aber ich glaube, man muss damit echt schnell sein. Ich muss noch mal ein bisschen drauf geben. Vielleicht kann man den auch besser mit dem Finger auftragen, als wir jetzt hier mit dem Pinsel. Ich glaube, ich mache mal mit dem Finger hier so ein bisschen. Also ihr seht ja, wie die Fältchen hier so gezogen werden, aber wenn ich das hier mit dem anderen so ein bisschen einblende, sieht das schön aus. Gefällt mir. Ich habe noch nie mit so flüssigen Lidschatten gearbeitet. Deswegen seht es mir nach, wenn es ein bisschen unprofessionell aussieht. Aber soll es ja auch. Übung macht den Meister, ne? Aber die Farben finde ich schön. Ja, nochmal hier. Ein bisschen einblenden mit dem Finger. Also mit dem Finger komme ich, glaube ich, ein bisschen besser zurecht. Und ich mache das immer hier so, seht ihr das, nach außen. Schöne Farbe. So, und wie kriege ich das jetzt ans untere Lid? Jetzt mal hier so ein von BH Cosmetics, ein umgewandelter 107. Den habe ich nämlich hier oben, der war ein bisschen schräg. Und den habe ich mit einer Haarschneideschere ein bisschen abgeschnitten, um das umzufunktionieren. Jetzt gehe ich einfach mal, oh, da kommt immer viel Produkt. Und dippe jetzt mal einfach hier so ein bisschen auf den Applikator, damit ich auch hier unten, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Oh, ich glaube, so für unten ist er jetzt nicht so dolle geeignet. Oder ich mache was falsch. Na, hier geht's besser, ne? Wieder die Schokoladenseite. Hier muss ich ein bisschen was wegnehmen. Dann nehme ich wieder mein Wattestäbchen und seht ihr das? Ich habe mich hier total vermalt. Mal gucken, ob ich das ein bisschen wegbekomme. Ja, finde ich schön. Jetzt nehme ich noch mal ein bisschen hier von dem Rosé und mache das noch mal hier ein bisschen
am Innenwinkel, weil mir das hier ein bisschen zu dunkel geworden ist. Und verstreiche das jetzt einfach mal mit dem Finger. Ja, lässt sich der Schimmer auch ein bisschen besser verteilen. Kann ich auch hier einmal im Innenwinkel ein bisschen dippen. Und ja, ich weiß nicht, was sagt ihr? Also die Farbe finde ich super schön. Jetzt gucke ich mal hier mit meinem Make-up-Radierer, ob man das auch gut hier wieder abbekommt. Och, super. Ich liebe den ja sowieso. Also vielen Dank, liebe Steffi, dass du uns den vorgestellt hast und dass ich den nachkaufen konnte. Das Ding ist Gold wert. Ich schmink mich eigentlich mit fast gar nichts anderem mehr ab. Ich benutze das die Woche über und einmal jetzt so in der Woche, ich habe den jetzt so 14 Tage, habe ich das Gefühl, ich muss nochmal mit meinem normalen Reiniger hier, mit meiner Tolerian-Term Waschlotion, mal einmal nochmal so eine Grundreinigung machen. Aber das reicht mir total für den Alltag, um mich abzuschminken, auch mit den Augen. Ich habe aber jetzt noch ein paar Stifte gekauft. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich fand die so schön. Und zwar habe ich mir hier noch von NYX die Professional Make-up Faux Black Stifte geholt. Kann man jetzt die Farben nicht erkennen, aber das hier ist blau und das ist so ein lila Ton. Und dann habe ich noch mal einen helleren Blauton geholt. Retractable Eyeliner. Also es ist eigentlich ein Eyeliner, aber mal gucken, wofür ich den. Die Farben fand ich toll. Die zeige ich euch jetzt auch noch mal so sommermäßig. Das ist hier so ein schönes metallisches Blau. Und die Stifte hier, die fand ich so schön, weil man die so super verblenden kann. Das ist ein Lila, den musste ich allerdings schon anspitzen, weil als ich den ausprobiert habe, ist die Spitze abgebrochen. Also habe ich ihn in den Kühlschrank gepackt und jetzt nochmal neu angespitzt. Und das ist so ein ganz toller, fast schwarzer Lila-Ton. Den freue ich mich auch schon, wenn ich den benutzen kann. Und ich habe nochmal ein Blau. Also, Entschuldigung, der lila Ton heißt Black Hole 01 und der blaue heißt Midnight in 03. Den swatche ich euch jetzt auch mal. Das ist ein fast schwarzes Blau. Boah, der ist mega schön. Seht ihr das, die Farben? Aber die passen ja jetzt nicht zu diesen Brauntönen. Deswegen kommt das dann irgendwann später. Und nochmal gucken hier, Make-up-Radierer, kriege ich es ab. Zweimal drüber gewischt und ab ist das Ganze. Ich liebe ihn. Ja, soweit bin ich jetzt mit meinen NYX-Produkten durch. Ich gebe mir jetzt nochmal hier von Pixi den Glow Mist mit Propolis und Arganöl. Das ist hier so ein Zwei-Phasen-Spray. Das muss man vorher schütteln. Und das sprühe ich jetzt einmal erstmal vor. Und den sprühe ich mir jetzt einfach mal, kann man es sehen, so. Nochmal aufs Gesicht. Das bringt auch nochmal ein bisschen Frische. Und dann kommt meine Mascara noch. Hier die von der Charlotte Tilbury. Mascara ist drauf. Mein Make-up ist soweit fertig. Ich finde, es passt gut zu meinem Outfit in Aprikot. Und ich mache euch aber jetzt gleich zum Abschluss, weil man das hier immer so in meinem Bart nicht sehen kann, ein Bild von dem Make-up im Tageslicht. Aber ich finde, ihr seht, das sieht so aus, im Prinzip, als hätte ich geschwitzt, ne? So ein bisschen, hier so. Aber es sitzt alles an Ort und Stelle. Ich finde diese Lidschatten, die Lingerie-Lidschatten, im Gegensatz zu den Lippenstiften, die habe ich ja aussortiert, habt ihr ja gesehen, dass ich davon gar nicht begeistert war. Aber die finde ich jetzt wirklich schön und da würde ich mir, glaube ich, auch noch andere Farben von kaufen, weil sie sich gut auftragen lassen. Und das sieht auch auf den Augen total schön aus, eben auch ein bisschen glowy. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen mit meinen NYX-Produkten. Ich schreibe die auch in die Infobox. Ich mache das ja nicht immer, weil ich die Produkte ja auch hier im Video zeige und auch benenne. Und dann kann man sich die ja vielleicht auch irgendwie aufschreiben und dann, wenn man mag, nachkaufen, wenn sie euch denn gefallen. Ihr wisst, ich bin da immer ehrlich, was bei mir passt und was bei mir nicht passt. Muss ja bei euch nicht so sein. Bei euch kann das ja super sein. Deswegen gibt es ja diese ganzen Videos, damit man das Passende für sich raussuchen kann. Und Make-up soll Spaß machen und jeder soll es so machen dürfen, wie er das gerne mag. Und wenn einer nun mal gerne Papageienfarben auf den Augen mag, dann soll er es bitte tragen, weil dann trägt er es auch mit Stolz.
Und dann sieht das auch immer toll aus und nicht verkleidet. So, das war jetzt mein Nachwort. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, lasst es euch gut gehen. Ja, so sieht's bei Tageslicht aus. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Mir gefällt es super gut. Es sieht natürlich aus, frisch, wackel, 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 weil ich hier die Kamera in den Händen halte. Entschuldigung. Und ja, das war jetzt nochmal mein kleiner Einblick. Tschüss.